Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Supermarkt Simulator in Dantes Abzocker. So, ich habe ja letztes Mal schon die Kühlschränke vorbereitet. Ich habe jetzt auch schon mal eigentlich ein bisschen widerwillig eingeräumt, weil eigentlich wollte ich das Getränkegedöns hier machen, aber dafür haben wir gerade keinen Platz mehr. Jetzt werden wir mal schnell, beziehungsweise was heißt schnell, jetzt werden wir erstmal den Laden hier öffnen. Ich gehe noch mal fix rum und bestelle mal von jedem etwas. Dass wir hier noch ein bisschen einräumen können. Jetzt sieht es finanziell nicht ganz so aus, wie ich dachte, dass es wahrscheinlich klappt. Aber na gut, okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Machen wir noch ein bisschen Kohlen und dann müssen wir mal gucken, zwecks dem nächsten Ausbau. Die lasse ich jetzt erstmal kurz hier stehen. Die stört ja nicht. Tee brauchen wir wirklich nicht. Kaffee nehmen wir nur gleich zweimal. Bisschen Honig. So. Ich hoffe, das brauche ich jetzt auch noch nicht. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht vergesse. So, ich brauche jetzt ein bisschen eh mal lang gehen. Ah ja, siehst du, schon habe ich wieder zweimal Zucker geholt. Gerade der Susu, der sowieso viel da ist. So, hier nehmen wir auch zweimal. Das sind jetzt komplett alle. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Milch müsste ich auch noch genug haben. So, dann hier, zack, Schokolade, Chips, Wodka, das Bier ist zwar voll, aber ich hab mal immer noch was da. Was ist hier, ist ja auch noch nicht drin, Mensch, da kann ich ja immer was reinpacken. Wenn sie ja wenigstens auch schon aufhören rumzumogen. So, Susu hatten wir jetzt schon, jetzt muss ich hier vorne noch rum. Die ganze Reinigungsgeschichte. Zack. Das ist schon wieder komplett leer. Das ist nicht gut. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld jetzt hier drauf geht. Das wird uns größtenteils immer nach Getränken rumgeningelt. Aber ja, gut, kann ich jetzt gerade im Moment nicht ändern. Ich habe keinen Platz für das Gesaufe. So, und jetzt gibt es eine Explosion. Aufgepasst. Bäm. Und da regnet es Waren. Achso, nicht wundern, wenn ich nicht auf die auf die Kommentare, die hier entstehen sollten, reagieren kann. Wir sind dann gerade im Urlaub. Muss ja auch mal sein. Nur, dass ihr schon mal vorinformiert seid. Das wird jetzt bei der und bei der nächsten Folge so sein. Im Falle, dass ich die nächste Folge jetzt noch irgendwie mit gebacken kriege. So, zack. Weil Urlaubsvorbereitung müssen wir ja auch noch treffen. So, gehen wir mal schnell hier rum. Das ist, glaube ich, die gleiche, jawohl. Zack. Zack. Ich muss mal mein Zeug von der Straße retten hier. Bevor sie mich wieder umfahren. So, voilà. Und dann gucken wir mal schnell, was jetzt der nächste Ausbau kosten werden würde. Wäre natürlich schön, wenn das jetzt schon nach hinten gehen würde, aber ich glaube eher, dass es noch in die Richtung da vorne hingeht. Aber es ist ja nicht weiter schlimm. Ich bewerfe erstmal die Kunden mit Paketen, das ist nicht verkehrt. Kann man ja mal machen. Mach dich rein da, los. Tschu, kauf mehr. Ich brauche das Geld. Zack, zack. Nein, Herr Wachtmeister, das ist kein Müll. Das ist meine Ware. So, ich gehe mal schnell mit auffüllen. Beziehungsweise gucke ich mal schnell, was ich hier noch mit auffüllen kann. So. Das schon mal gerichtet. Ich könnte jetzt ja zur Not auch noch Restocker einstellen, aber das ist dann wieder mit dem Fazit verbunden, da gibt es wieder mehr Geldabzug. Aber obwohl, wisst ihr was, komm. Scheiß drauf, wenigstens eh. Da ist er nicht so alleine. Und da können wir auch gleich mal gucken. Ich wollte sowieso gucken, was es jetzt kostet. Einstellen. So, dann gucken wir jetzt gleich mal die Erweiterung, Wachstum. Okay, sind wir bei 24,6. Da haben wir nicht genug Geld. Über Lizenzen brauchen wir jetzt nicht reden. Da habe ich zwar die Kohle, aber den Platz nicht dafür. Weil das ist so grüne Bohnen, Vanilleeis, Eis, Pizza, Kartoffelpops. Das sind bestimmt auch Chips und Gemüsemischung. Ja.
ist ein bisschen schwierig, würde ich gerade mal behaupten. Ist ein bisschen schwierig, habe ich die Milch doch bestellt. Ja gut, okay. Ansonsten muss ich bei den Kühlschränken mal vielleicht noch mal einen Abstrich machen und vielleicht noch mal weniger reinpacken. Aber das geht sich später vielleicht auch noch aus. Ist auch mal genug da, guck an. Der Reis ist alle. Die Makronis. Die Macaronis. Man geht der Tag jetzt schnell rum. Das ist ja Wahnsinn. Ich gefühlt nichts gemacht, aber trotzdem viel, hier ein Hüppidi-Hopp. So. Ich muss mich selber erstmal an das Layout gewöhnen hier. Kann ich gar nicht mehr einfach so durchrennen. So, wie sieht's denn hier aus? So, schön gerecht verteilt. Wir hoffen, dass auch genauso gerecht gekauft wird. Alles Fairtrade. Nee, Quatsch. Um Gottes Willen. Es muss auch nicht immer Bio sein. Es kann auch ruhig mal was anderes sein. So, Geschirrspültabs. Also die sind schon mal nicht Bio. Definitiv nicht. So, ich bin jetzt mal so frei und schmeiß das einfach mal hier hinter. So, guck mal, das Mehl war glaube ich sowieso alle, hä? Ah, wir haben es schon aufgefüllt, sehr schön. Juti, sehr sauber. So, der Käse, da bin ich mal gespannt. Das ist, also wie gesagt, ich ignoriere das jetzt, was sie hier rumopen wegen fehlen und so, was jetzt nicht da ist. Da bin ich jetzt gerade... Ja, Wasserflasche ist alle, ja, gibt's ja nicht. Oder hast du schon mal eine Wasserflasche gesehen? So. Das Spülmittel. Wenn ja gut, man könnte jetzt so lange wie jetzt kein Platz ist, nochmal zurück auf die alte Methode gehen, dass jetzt quasi bloß zwei Fächer von einem Fach belegt sind. Aber da fange ich dann irgendwann wieder an zu sortieren und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, es ging anfangs ja auch. Man hat sich ja immer so durchgekämpft, bis man dann quasi das Geld und den Platz hatte. Also würde ich das jetzt genauso tun. So. Ich habe mir sogar schon überlegt, das jetzt vielleicht so wie hier vorne in dem Gang jetzt nochmal zu machen. Aber ich habe jetzt quasi schon, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Sachen stehen jetzt eigentlich hier insgesamt. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 plus die Kühlschränke sind 23, 24, 25 Sachen. Also 25 Artikel hätte ich jetzt mit dem Aufbau untergekriegt. Wobei ich jetzt auch sagen muss, hier ist ziemlich viel Platz. Vielleicht muss ich das eh nochmal umrutschen, dass ich in dem restlichen Laden mehr Platz habe. Was vielleicht auch gar nicht so verkehrt wäre. Omi gönnt sich erstmal Wodka. Sehr schön. Das ist Wahnsinn. So. Stellen wir erstmal den Pfeffer rein. So, eh alles Pfeffer hier. So. Gute Mayo. Susu, den ich aus Versehen bestellt habe. Aber gut, der geht jetzt halt auch ganz gut weg. Der dürfte jetzt das Lager nicht verstopfen. Normalerweise. Danke. Erstmal die Chips hier mal aus. So. Ja, Salz? Salz ist da. Oder was? Ach nee, Soda meint er bestimmt. Soda meint er bestimmt. Oh hier, die Bierfässer sind alle. Die Bierfässer.
Mal gucken, ob noch welche draußen liegen. Das ist nochmal Susu, das kann ich gleich ins Lager schmeißen. Nee, die Bierfetzer sind weg. Ist schon alles weggekauft hier oder was? So, wir haben jetzt 23.18. Kunden sind alle durch. Beenden wir mal den Tag jetzt. Mal gucken, ob ich jetzt miese gemacht habe. Ne, gucken wir immer noch bei 1.000. Gut, das ist sehr schön. Jetzt haben wir schon 24 Mitarbeiterkosten. Gut, das hält sich noch in Grenzen. Ich sag mal so, ich hatte das schon schlimmer. Dass hier knapp mal über 1.000 gleich weg gewesen sind. Ich habe mir jetzt noch angewöhnt, die Rechnung nicht mehr zu bezahlen, weil das geht ja sowieso automatisch dann weg. Das können wir machen, wenn mal genug Geld vorhanden ist. So, ihr könnt mir ja mal bloß einen Tipp geben, ob das jetzt hier so schlau ist. Ein Artikel für eine komplette Reihe im Kühlschrank, weil das sind immerhin fünf Fächer. Da würde ich gerne mal eure Meinung dazu wissen. Ich finde die Idee jetzt gar nicht so verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dann ist wenigstens immer noch genug da. Und in dem Regal sind es halt plus 4 Fächer. Naja, mein Gott. Aber es sind auch immer in 4 Plätze. Wo plus ein Artikel drin steht. Also dürfte das ja beim Kühlschrank mit dem Plus einfach mehr ja auch nicht ins Gewicht fallen. Normalerweise nicht ins Gewicht fallen. So. Ich nehme jetzt mal langsam alles weg. Ne, sieht nicht so aus. Jetzt trotzdem schon mal dann clever den nächsten Verkaufstag starten. Es müsste sich ja langsam mal rentieren. So, ich mach mal auf. Ich mach mal auf. Selbst die scharfe Soße, die geht auf einmal weg wie Sau. Das war vorher, also entweder liegt das auch mit am Layout, dass es nicht so funktioniert, weil ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich mehr so Ladenhüter-Geschichte. Die scharfe Soße. Echt so ein bisschen das Gefühl. Das scheint sich ja absolut nicht zu bestätigen. Gut, beim Joghurt hat sich nichts geändert. Er wird immer noch nicht so gekocht, wie er eigentlich soll. Ach, vielleicht ist er auch bloß zu teuer. Oh, vielleicht. Ich kann ja mal gucken, wartet mal kurz. Ich schmeiß das mal schnell hier ins Lager. So, mit Schmeißen ins Lager meine ich das wörtlich. Was machen wir denn hier eigentlich plus? So, ich bin ja sogar. Hä? 56? Wieso denn das? Der müsste doch eigentlich tiefer sein. Der müsste ja normalerweise bei 2,49, also bei 2,40 liegen. Eigentlich. So ist das so teuer, hä? Wollte ich schon wieder was nicht hin? Guck mal, auch bei 10,23. Haut mein Update schon wieder nicht mehr hin. Das wären dann quasi 10.07. Okay. Okay. Wenn ihr gut, das würde erklären, warum das Geld so fließt. Aber eigentlich hatte ich den so eingestellt, dass das Price Rounding eigentlich ausgeschaltet ist. Und ich hatte es eigentlich so eingestellt, wie ich es mal hatte. Na gut, dann muss ich jetzt noch mal gucken. Was denn hier? Ach, die Regale sind voll. Hä? Ach, ich habe zu viel Milch, okay. Hä? Aber seit wann nimmt der das nicht mehr selber raus? Was für ein Knulli. Was ist denn das für ein Knulli? Das ist ja Wahnsinn. Ja, weil uns fehlt halt noch eben einen echten Haufen. Das ist echt Wahnsinn. Oh, hier der Honig. Alter, das hätte ich nie gedacht, dass der Honig mal so weggeht. Das ist ja mal übel. Was? Da schüttelt's mich ja gleich.
Okay, jetzt habe ich wieder denselben genommen. Du stehst jetzt vorm Regal und kommst nicht klar, ne? Dann bleibst du halt da unten stehen. Bewach mal die Waren. Dass hier noch einer was mitnimmt. Ohne es zu bezahlen. Das ist immer schön, wenn die vor ihm langlaufen. Da kann man nämlich nicht mehr das Regal einräumen. Finde ich auch ganz prickelnd. So, fällt mir besser. Optischerweise. So, steht er immer noch da unten? Tatsächlich. Ist hier der Steher vom Dienst. Hauer Sack. So, jetzt fehlen zum Beispiel auch noch die Eier. Das muss auch alles irgendwie noch mit mal in den Laden rein. Ja, steht alles nur noch hier. Der ganze Kladderadatsch. So, wenn ich mir jetzt recht... Also ich würde jetzt wirklich behaupten, dass das hier weitergeht. Und dann geht es erst nach hinten. Also quasi nach den nächsten drei Abschnitten. Mal jetzt mal schnell gucken. Das wären ja noch mal... Mal jetzt bei Wachstum gucken. 26, 6... 31 und 40. Ach, ist das ein Haufen Kohlen? Das ist ja ein Haufen Kohlen. Moment mal. So, was haben wir jetzt? 26. Ah ne, 24. So, Entschuldigung. 24, 600. Plus 31. Plus 40. Ist aber auch ein ganz schöner Sprung, ey. Dafür, dass es dieselbe Größe ist, sind fast 100.000, also 95.600. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ein ordentlicher Sprung. Jawohl. Also 95.000 für das nächste Upgrade. Solange müssen wir mit den Waren klarkommen, die wir jetzt haben. Ich hätte hier vorne ja auch noch einen Platz frei. Was könnte ich denn jetzt aber noch neben die Cornflakes und die Milch packen? Was könnte ich denn da noch hinpacken? Gucken wir mal durch. Was würde denn dazu passen? Was haben wir ja schon? So, neben den Cornflakes und die Milch. Könnte man theoretisch... Also es muss natürlich auch in Self passen. Hey? Also es muss ja natürlich auch hier rein. Was hätten wir denn da jetzt noch, was wir auch noch nicht haben? Eigentlich nichts. Was würde jetzt mit dem nächsten, mit der nächsten Lizenz, würde da jetzt glaube ich noch was dazukommen? Ach doch, ein Kuchen. Den Kuchen haben wir ja auch noch nicht. Wollen wir den ja schon mal hier vorne reinpacken? Dann packen wir den doch erstmal hier vorne rein. Guck mal, das ist die Milch schon wieder alle. Aber das ist nicht leider schlimm. Ich würde mir auch erklären, warum das so teuer ist für manche. Haut mein Price Updater schon wieder nicht mehr hin. Ich habe irgendwas vergessen abzuspeichern. Da muss doch klappt nach der Folge noch mal schnell gucken. So. Gut. Okay. Dann hätten wir jetzt auch schon wieder einen neuen Artikel. Okay, da haben wir jetzt den Kuchen. Ja, ich meine, passt jetzt nicht so ganz, aber... Ich meine, gut, man hätte jetzt den Kuchen auch mit der Milch tauschen können, dass der Kuchen quasi für sich alleine steht, aber... Das ist jetzt nicht so wild. Ich hatte ja eigentlich auch gehofft, dass der Käse geht weg wie Sau, ey, das ist echt krass. Der Schinken ist auch übel. Das ist mega. Ey, kaufen die immer gleich so viel? Von eben Artikel, das ist der Wahnsinn. Ich meine, 3 ist jetzt wirklich nicht viel, aber wenn das eine ganze Masse macht, das ist ja echt heftig.
denn eigentlich mit? Ach, hier könnte ich auch noch was reinpacken. Siehst du, da wollte ich auch noch was reinpacken. Gehen die eigentlich weg hier oder bleiben die hier drin? Dann habe ich das Gefühl, dass das Zeug hier drin bleibt, oder? Muss man hier daneben stellen? Da geht es ja dann besser weg. Vielleicht erkennen sie es dann ja auch an, dass es noch da ist. Ich hatte nämlich beim Umräumen das Problem, dass... jetzt rennt wirklich noch einer rum. Guck mal hier, die nimmt jetzt gleich eine mit. Ich würde sagen, das sind noch nicht weniger geworden hier. Ich will gleich mal gucken, was habe ich denn hier hinten noch für ein Fridge drin stehen. Da sind noch 10 Stück da. Achso, ach ja, da muss ja wieder Kühlschrank. Das ist ja nicht mal Froster. Das ist ja wieder Kühlschrank. Wo hab ich denn den jetzt her? Ach, geil. Ja, eigentlich hier, glaube ich, sogar. Du bist auch Kühlschrank. Was haben wir denn hier noch? Er steht immer noch hier. Ja, gut, Freunde, komm. Ich renne jetzt hier nicht im Dunkeln rum. Ich gucke jetzt mal schnell, was mit dem Price-Updater los ist. Weil irgendwie scheinen ja alle Preise nicht hinzuhauen. Ja, aber der ist auch bei 3,83. Und ist auch bei 1,98. Ja, mal gucken. Wir checken jetzt mal schnell noch den Tag. Und 4000 plus. Okay, ich würde es aber trotzdem erstmal so lassen. Mal gucken, was riecht sich hier noch auf, dass es zu teuer ist. Die meisten finden halt bloß nichts. Das ist halt das Problem. Und dann wird man nämlich auch noch ein bisschen mehr einnehmen. Mal Schokoladeneis, Bierlager. Ist günstiger geworden. Also im Prinzip haut er ja sogar noch hin. Das muss, da müsste sich eigentlich auch umgestellt haben. Jetzt wird er ja jetzt steht er bei 2,56. Na gut, nee, wir lassen das jetzt erstmal so. Ich kann das ja später immer noch umstellen, wenn sich die Lage hier ein bisschen beruhigt hat. Dann müssen wir das ja irgendwie schon hinkriegen. Gut. Freunde, das war jetzt mal eine kürzere Folge. Soll jetzt aber nicht heißen, dass es hier nicht munter, fröhlich, fromm, frei weitergeht. Ich muss jetzt mal gucken, was der Price Update. Nee, ich lasse das mit dem Price Updater jetzt. Ich mache das jetzt nicht mit dem Price Updater. Ich werde ja nochmal schnell alles auffüllen lassen von den Jungs. Und dann gucken wir mal, dass wir so schnell wie möglich die 95.000 zusammenkriegen, dass wir uns die nächsten Erweiterungen holen können. Ich würde sagen, bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Der Spruch ist ja langsam schon bekannt. Kostenloses Abo, Glöckchen. Däumchen und Kommentare. Ich freue mich über alles. Und vor allen Dingen über euch als Zuschauer. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal hier im Supermarkt. Danke und tschüss.